Wie ihr sehen könnt, geht es heute um das Torino Tab 7 Zoll. Das ist der Preis-Leistungssieger aus Monat 6 2013. Ja, und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der ist jetzt die Tage gekommen, hatte aber noch keine Zeit, den auszupacken. Aber das holen wir jetzt nach. So. Anleitung brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wollen wir doch mal das Galaxy Tab zum Vergleich heranziehen. Ich hole das mal hier raus. Ja, sind eigentlich, wie man sieht, so von der Größe her identisch. Und von der Dicke her würde ich sagen, auch. Nimmt sich also nichts. 7 Zoll halt. So, das Tab muss ich erstmal wieder anschließen. Das benutze ich nämlich als zweiten Monitor. So. Dann wollen wir mal schauen. Hier unten haben wir MicroSD. HDMI-Ausgang, ein Reset-Taster und Micro-USB-Anschluss. Ja gut, dann haben wir hier noch laut-leise Einschalttaste und Kopfhörerbuchse. Hier oben ist sogar eine Kamera. Ich wusste gar nicht, dass der Torino eine Kamera hat. Ja, so die Haptik ist eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also die Oberfläche hier, das ist so ein bisschen geriffelt. Eine Struktur lässt sich, oder gutes Handling, liegt gut in der Hand. Ja, dann schalten wir den mal ein. Ich hoffe, der ist ein bisschen geladen. So, die legen wir mal dahin. Hier sehe ich gerade, ist auch noch ein Sensor für die Helligkeit. Hier oben. Verfügbare Netzwerke. Kein doch da. Ich gebe das mal eben ein. Noch, er will sich jetzt verbinden. So, Land ist Deutschland. Hier steht, der hat Frontlautsprecher. Das ist hier wie beim HTC One von der Optik. Sehr schön. Ich finde die Lautsprecher, die so nach unten weggehen oder nach hinten weggehen, das ist Käse, weil man sitzt ja nicht hinter dem Gerät. Oder darunter. Es ist schon gut, wenn die Lautsprecher in Richtung des Users verarbeitet wurden oder verbaut wurden. Das ist so viel angenehmer für den. Gut, das ist jetzt hier der erste Start, der wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Währenddessen schaue ich mal, was in dem Karton noch drin ist. Ladegerät halt, ne? Sieht aus wie HTC-Ladegerät, nur ein bisschen größer. Ich würde sagen, doppelt so dick. Ja, und eben halt das USB-Kabel. Ja gut, das sind Sachen, die brauchen wir nicht, weil wir haben ja überall Ladegeräte rumfliegen. Der Torino wird geladen mit 2 Ampere. Ihr könnt also das Netzteil vom Galaxy Tab benutzen. Das hat nämlich auch 2 Ampere. Dann braucht ihr nicht 3 Netzteile oder so mit euch mit rumschleppen, sondern ihr nehmt einfach, wenn ihr ein anderes 2 Ampere Netzteil habt, nehmt ihr einfach das. Die Ausgangsspannung ist ja immer 5 Volt und dann 1 oder 2 Ampere. Ihr könnt das Gerät auch mit 1 Ampere laden. Dauert halt ein bisschen länger. Aber ich würde deswegen jetzt nicht noch mehr Ladegeräte mitnehmen.
Wir haben sowieso schon viel zu viel davon. So, also in dem Karton war jetzt nichts weiter drin. Der Tolino ist fast fertig. So, los geht's. Ja, das ist also halt eine Android-Oberfläche, das kennen wir ja. Gucken wir mal, welches System hier drauf ist. Über das Tablet. Und dann haben wir 4.2.2. Also zumindest nicht so alt. Gucken wir mal, ob hier ein Update verfügbar ist. Kein Update verfügbar. Okay. Ich denke mal, das ist bei diesem Gerät, das ist ja hauptsächlich zum Lesen, auch nicht so wichtig, dass hier immer die neueste Android-Version verfügbar ist. Ne? GPS hat das Ding sogar. Hier kann man noch Verbindung, Position über Standort. Das ist halt die ganz normalen Einstellungen, die in dem Android halt verfügbar sind. Hier kann ich sogar die HDMI-Auflösung wählen. Das ist eine feine Sache. Das habe ich eigentlich in noch keinem Gerät gesehen. Zum Beispiel das HTC One hat ja auch HDMI-Ausgang. Da ist das aber nicht drin. Für viele, gerade ältere Geräte, ist nämlich die Standardauflösung von 1080p viel zu hoch. Die können das gar nicht wiedergeben. Und da wäre es dann schon schön, wenn man das runterskalieren könnte, so wie hier. Das ist eine feine Sache, muss ich sagen. Hier haben wir sogar noch Zoom. Also das finde ich sehr gut. Das müsste doch normalerweise in jedem Gerät, was HDMI-Out hat, drin sein. Gut, in den Einstellungen wollen wir uns jetzt nicht länger aufhalten. Das ist eher langweilig. So, jetzt können wir hier halt lesen. Ich nehme an, das sind hier Bücher, die schon drauf sind. Mit Weltbild verbinden. Gut, machen wir erstmal hier ausprobieren. Bin ja da kein Kunde. Zumindest noch nicht. Gut, dann haben wir hier Partyküche. Einleitung. Hier kann man schön die Schriftgröße einstellen. Das finde ich nicht schlecht. Hier oben kann man Lesezeichen setzen. Auch nicht schlecht. 300 Seiten hat das Buch. Das finde ich jetzt ganz gut. Was haben wir hier noch? Hier können wir durch das Buch springen direkt. Feine Sache. Gut. Ach, hier kann man noch Bücher hinzufügen. Haben wir natürlich nicht. So, hören. Ich nehme an, Weltbild hat hier halt so ein paar Sachen schon mal draufgepackt. 7 digital, auch bekannt. War ja sonst immer auf den Telekom-Geräten drauf. Hier ist von Schiller Opus ein Lied drauf. Oh, das hört sich aber gut an. Dadurch, dass die Lautsprecher nach vorne kommen. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt durch das Video so rüberkommt, aber das klingt hier sehr gut, muss ich sagen. Kein Krächzen oder so, sondern ein schöner Bass. Wir wollen das nicht so lange spielen, weil GEMA hört ja mit. Ich will ja nicht, dass das Video sofort wieder gesperrt wird von YouTube. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Sehen. Ach so, per hier kann man dann halt die Verbindung zum PC machen. Danke für den Tipp. Videos, da ist auch ein Video drauf. Ich denke mal, das ist das Musikvideo, genau. Okay, an dieser Stelle auch wieder ausmachen wegen GEMA. So, wie ihr gesehen habt, werden hier zwischendurch Tipps eingeblendet.
Ja, so viel zum Tolino. Ach, hier haben wir auch den Android Launcher. Ja, also ich denke mal, jeder, der schon mal ein Android-Gerät in der Hand hatte, wird damit sich genauso schnell zurechtfinden. Play Store ist auch drauf. Also denke ich, werdet ihr hier keine Probleme haben. Hier ist die Tolino-Oberfläche. Wunderbar. Also ich muss sagen, das Gerät ist besser, als ich gedacht habe. Sehr schön. Das haben sie wirklich gut gemacht. Bei der Kamera weiß ich jetzt allerdings nicht, was die für eine Auflösung hat. Ist bei dem Gerät, denke ich mal, auch zweitrangig, weil hier kommt es ja in erster Linie auf ganz andere Sachen an. 2 Megapixel, das ist also nicht die Welt. Okay. Ja, so viel zum Tolino. Ich finde das Gerät auf jeden Fall empfehlenswert. Liegt sehr gut in der Hand, hat gute Lautsprecher, gute Anschlussmöglichkeiten und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich kann es nur weiterempfehlen. An dieser Stelle sage ich mal Tschüss, frohe Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.